Mein Der grüne Hintergrund ist wieder da. Besser. So einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin Trunks und heute spielen wir den Klassiker, der Klassiker, der Klassiker. Das erste Spiel, was ich mit, was ich für Super Nintendo mit Adapter spielen musste, halt, wenn man die US-Version sich geholt hat. Keine Werbung. Nur mal so nebenbei, dafür werde ich gar nicht bezahlt. So. Der Probebildschirm sieht gut aus. So gehen wir mal online. Also. Auf jeden Fall das Spiel, was ich früher auf Super Nintendo gespielt habe. Da gab es ja früher noch Videotheken. Da kommen ja Spiele und was soweit? Da kommen ja früher Spiele und Dings, aber ich war dann ruhig der Magie krieg. Alles vernichtende Flamme erloschen, schwand auch die Magie von der Welt. 1000 Jahre verstrichen, die Menschen ersannen Maschinen und ließen eine neue Zivilisation erblüten. Doch auch heute gibt es solche, die nach magischen Kräften dürsten, um mit ihnen die Welt zu knechten. So richtig. Mal gucken. Nee, das ist schon richtig die Richtung. Sollte vergangenes Unheil sich wiederholen, haben die Menschen nichts gelernt. Spoiler, nein. Also ja, es wird sich wiederholen. Und nein, die Menschen haben nichts gelernt. In dieser Stadt also. Kaum zu glauben, dass eine gefrorene Espe gefunden worden sein soll, 1000 Jahre nach Ende des Magiekrieges. Sicher wieder nur Waschweiber geschwätzt. Wer weiß. Und dann haben sie uns die damit geschickt. Wird schon was dran sein. Die Hexe? Angeblich soll sie seit ihrer Geburt Magie beherrschen. Ein Kumpel erzählte mir, sie habe 50 Magiemächte in nur 3 Minuten umgepustet. Ganz schön unheimlich. Keine Sorge, der Stirnreif hält sie im Zaum, schaltet ihr Bewusstsein aus. Die niest nicht mal ohne Erlaubnis. Okay, wir nehmen die Ostroute. Vorwärts, Marsch. Probebildschirm hier im Auge behalten. Ich habe mein PC normalerweise streame. Also mein Laptop. Habe ich natürlich hier jetzt, ich das Spiel spiele auf Laptop, kein Stream auf, kein Dings aufhaben kann, kein Fenster aufhaben kann. Die ist richtig schöne Musik, ne? Also kann echt sein, dafür ist es so alt, ist sie immer noch richtig, richtig gut. Ne? Schön Nostalgie-Feeling. Man kann nicht überspringen. Okay. Ja, auf jeden Fall konnte man ja früher in der Videothek sich Spiele ausleihen. Und da gab es dann dementsprechend auch Spiele. Und eins von den Spielen war zum Beispiel Final Fantasy 6 halt. Aber da war es ja noch so, dass du auf dem Super Nintendo noch einen Adapter raufstecken konntest. Wenn es amerikanische Spiele waren oder irgendwas in irgendeinem anderen Land. Du kannst dann auch das Spiel oben reinmachen. Und da liefen die Spiele halt, sonst nicht. Und da ich zum Beispiel Final Fantasy 6 gespielt. Noch ganz, ganz jung, dass ich auch noch kein gutes Englisch konnte halt. Sondern dass ich so Brocken verstanden habe und dann halt so mit den Bildern und was geschehen ist, halt das so mir mit Zimt zu rein, was das wirklich war.
Ah, wie gesagt, richtig, richtig, richtig schönes Spiel. Ja, ich habe gelesen, dass die jetzt gerade so ein bisschen noch neu machen damit. Also zumindest die Grafik ein bisschen aufhübschen. Und hier und da noch was verbessern. Ja, gut, ja. Also wenn das rauskommt, dann werde ich das, glaube ich, mal wieder durchspielen, ey. Da habe ich einmal, als ein Kind, habe ich es nur so zur Hälfte durchgespielt. Ich glaube, bin ich nicht mal zu dem Punkt gekommen, wo ich, wenn ich spoilern für die Leute, die es nicht kennen. Es gab so ein Breaking Point halt. Also Breaking Point war schon Turning Point im Spiel. Aber ja, das werdet ihr irgendwann sehen. Das Mädchen will die vorholen. Und keine Scharmützel. Wir haben eine Mission. Vorwärts. Schön, dass es mal jetzt so schräg laufen kann. Was er natürlich vorher nicht machen konnte. Das Imperium will kein echtes Spiel mit uns haben. Muss ich nochmal hier Einstellungen machen, Kampfmodus. Wir warten. Kampftempo schnell, würde ich sagen. Also sehr schnell. Sehr schnell. Kampf nach rechten schnell. Für folgende Kämpfe. Erstmal nicht, ne? Fähigkeit ist okay, Lautstärke ist okay. Ja. Bestätigen. Okay. So, jetzt mal gucken. Hier können wir nicht lang. Ja, darum. Die Karte ist natürlich auch neu. Die gab es früher auch nicht. Das heißt, das sind so die kleinen netten Gimmicks, die sie hinzugefügt haben. Schöne Level Up. Wedges und Biggs sind auch so wiederkehrende Charaktere im Final Fantasy Universum, die immer mal wieder irgendwo auftauchen in verschiedensten Formen. Also ein kleines Ding, was sie jetzt brauchen. Haben sie im Final Fantasy relativ gut gemacht, hat schon sehr früh. Also hat dieses halt den verschiedenen, ne, verschiedene Leute, verschiedene Zeiten, verschiedene Spiele. Einfach zwei Typen, die wird schon Bigs heißen und dem zum Rumlaufen. Okay, wieder aufgelevelt hier, so. Kurz mal heilen, weil ich sehe schon, es wird hier so ein bisschen knapper und irgendwie habe ich keine Lust. Hier haben wir einfach schon zu verlieren. Deswegen wird natürlich der No-Risiko-Run genommen. Und natürlich versucht, dass wir nicht irgendwie einfach schon verlieren. Ja, dann erstmal mit Feuer. Das wird fürs Erste reichen. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon eine Affinität hatten oder beziehungsweise eine Schwäche. Aber da es eh alles ein Schlag ist, ist auch irgendwie egal. So. Guten Morgen, Simon Osterhai. Schön, dass du dabei bist. Und schön, dass sie so Mammut, Wölfe als Tiere haben. Es hieß, die gefrorene Esper sei in einem neuen Stollen entdeckt worden. Vermutlich irgendwo hier drin. Okay. Weil das der einzige Weg ist. Ist natürlich auch so. Ja. Hier haben wir unseren berühmten Speicherpunkt. Auch
Auch da gab es früher halt nur diese Speicherpunkte, jetzt haben wir noch eine Schnellspeicherfunktion. Also auch sehr gute Musik hatte früher Grandia, fand ich. Auf der PlayStation 1, genau. Ich habe irgendwie noch ein rausbringen auf PS4 und so weiter, aber das ja. Das hat legendär, ich geht in Deko. Aber ja, schön Grandia. Nie sollt ihr die S-Bahn bekommen. Ja, mir, auch sie. Also ich hätte gerne noch ein Grande Remaster oder Remake oder sowas halt. Das war auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Wartet, das ist ja unglaublich. Die haben die abgerichtet. Irgendeine Ahnung, was das ist. Schon mal von die Proteusschnecken gehört. Das sind Monster, die Energie absorbieren. Oder die im Panzer speichern. Genau die. Also sieh dich vor. Sieht bloß nicht auf den Panzer. Alles klar. Hundertfünfundsechzig, 174. War Ausrufezeichen. Nein, 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 nicht, 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 nicht. Ich wollte nur Dings warten machen. Ich hätte vor mir Tasten durchgucken sollen, ne? Naja. Das ist ab hier funktioniert. Muss nichts machen. Naja, Bix, sorry. Sorry. Muss nicht, ob ich irgendwas machen musste noch. Oder ob es einfach nur reicht, halt zu warten. Das war aber schon, sagen wir, Schwierigkeitsgrad bei dem Spiel war früher schon knackig, würde ich sagen. Heißt mir so eine Erinnerung. So manche Kämpfe halt schon Probleme hatte, wenn man nicht gelevelt hat mal oder nicht gute Ausrüstung hatte. Das war schon ein bisschen was anderes. Kurz mal warten, jetzt gerade nicht sicher. Ah, okay. Sehr schön. Der erste Boss. Bix ruht sich noch ein bisschen aus. Er bleibt echt tot. Okay. Okay, lange musst du ja eh nicht laufen. Das ist also die gefrorene S-Bar. Immer stimmt nicht mit dem Ding. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ja? Kannst du her, kannst du nochmal Switch spielen, okay? Okay. Ja? Dann sollte ich das dir nur sagen. Okay, das ist in Ordnung, mein Schatz. Okay. Ja? So. Die gefrorene Kreatur beginnt ein unheimliches Licht auszustrahlen. Was ist das für ein Licht? Wow.
Was war das denn jetzt? Hey Wedge, wo steckst du? Was passiert mit mir? Oh nein. Leider keinen langen Auftritt gehabt. In den Arsch. Wo bin ich? Na nur schon auf den Beinen. Dabei habe ich den Knechtreif doch gerade erst entfernt. Diese Stechen in meinen Kopf. Alles dreht sich. Ich würde gerne hier eine... Ach, mein Lugelbärchen. Eine schönere Stimme haben. Also eine schönere Frauenstimme, aber... Ruhe dich aus, mein Kind. Das sind die Folgen des Reis. Wer ihn trägt, ist seines Willens beraubt und tut alles, was man ihm aufträgt. Ich kann mich an nichts erinnern. Sorge dich nicht. Mit der Zeit wirst du dein Gedächtnis zurückgewinnen. Eine junge Frau voller Geheimnisse, geboren mit der Gabe der Magie, versklavt vom Imperium. Wer war die denn? Achso, jetzt muss ich hier wahrscheinlich Dings machen, ne? Ja, okay. Was waren denn meine persönlichen Namen? So. So, bald sehen wir auch meinen Lieblingscharakter. Mein Name ist Silke. Beeindruckend, den Geist scheint stark, mein Kind. Oh oh. Du kleine Wölfe, du kleine Hundchen, hilf. Öffnet die Türe. Händigt uns das Mädchen aus, das den Magitech Mac steuerte. Magitech Mac. Heck Mac. Öffnet auf der Stelle. Wagt es nicht, das Mädchen zu schützen. Sie ist eine Handlangerin des Imperiums. Imperium? Magitech Mech? Für Erklärung ist es keine Zeit. Fliehe. Den Hitzköpfen ist mit Argumenten nicht beizukommen. Hier entlang, schnell. Okay, ich komme sofort. Denn wir wissen ja, man kann hier Uhren zum Beispiel untersuchen. Ich weiß nicht mehr, ob es noch hier Kommoden gab oder so. Aber. Nein, schon spielen kann man ja. Sag ich mal, was finden, wenn man ein bisschen überall rumklickt. Dort drüben, hinterher. So, sehr schön, ein paar Potions bekommen hier. Mal speichern. Ach stimmt, das hat früher, hat der Speicherpunkt nicht der Leben regeneriert, sondern muss schon immer irgendwas zum Heilen dabei haben. Das ist ein Problem. Ja, schön. Fall gab es da auch, fand ich. Also, weil ich am Final Fantasy 6 wirklich superbe fand. Kann es einfach so sagen. Dass man halt ganz oft in der Geschichte einfach ja, die Wahl hatte, wen du spielst halt. Du hast natürlich immer so einen vorgefertigten Story-Part, den du spielen musst. Und die meiste Zeit darüber kannst du dein Team halt einfach frei wählen. Halt, ne, du hast keinen Hauptcharakter im eigentlichen Sinne, den du immer dabei haben musst oder der immer irgendwie im Team anwesend ist oder der immer irgendwie eine Rolle hat. Ne, sondern die haben alle ihren Part
Ein paar natürlich ein bisschen weniger, ein paar ein bisschen mehr. Aber du kannst halt wirklich die Frage später aussuchen, halt, wie wir eine Romarazierenzeit. Die wurden wenige, wenig Zwang der Gruppenmitglieder gegeben. Hatte ich irgendwann mal, einer musste mal mit. Und dann gab es halt diesen Story-Part, da gab es halt nur diese Charaktere zur Auswahl. Und, aber insgesamt, ja, war es eine gute Auswahl. Dann waren die halt auch sehr verschieden, weil die alle natürlich so ihre eigene Spezialfähigkeit hatten. Und das ist natürlich auch schön. Und das ist natürlich auch das Esper, sag ich mal, die Esper-Abilities halt, dass du dann eine ausrüsten konntest und die, mit der hast du quasi gelevelt und dann hast du Zauber freigeschaltet mit der für die Charaktere, dass jeder quasi Magie später konnte. Das ist dann auch so, ne? Du hast halt sehr viel Freiraum gehabt halt auch. Eben gibt es halt Stellen im Spiel, wo du dann mehrere Teams bilden musst und die kannst du auch selber freistellen. Selber hinstellen, welchen Charakter du haben willst in welchem Team. Manchmal gab es halt so diesen Anführer, der dann das Team gesteuert hat. Aber du konntest halt ja, einfach erstmal machen. Das fand ich schon sehr, sehr nett. Das hat mir schon sehr gefallen. Seht her, die berühmte Magitek-Kriegerin. Mit diesem Knechtreich wirst du mir hörig sein. Da sehen wir schon einen von den Bösen. Ja, auf jeden Fall. Oha, rechts so. Vernichte sie, äschere sie ein. Also das sind so die Vorzüge. Die Musik war cool. Auch die Parts halt mit einem Charakter muss man halt auf dem Controller bestimmte Sequenzen eingeben. Wird man eine Spezialattacke gemacht. Das war einfach cool. Tapfere Soldaten, höret mich. Wir stehen am Anfang einer neuen Ära. Das glorreiche Gestalisch Imperium hat die Magie wieder erweckt. Nur Erwählte werden diese heilige Kraft zuteil. Herrschen wir über alle Lande. Unsere Zeit ist gekommen. Hurra! Lang lebe Imperator Gestahl! Ja. Und wie gesagt, Story fand ich auch sehr, sehr gut. Also. Da kommt er. Der Held. Da bist du endlich, Junge. Ich hoffe, du hast den Diebeshandwerk einmal ein für alle Mal abgeschworen. Ein rastloser Wanderer, ein Jäger, der das Abenteuer liebt und bald noch mehr Schätze. So. Das ist natürlich Trunks. Das war auch immer mein Lieblingscharakter. Ich ein Dieb? Ich borge mir lediglich, was sowieso niemand mehr braucht. Und die Anrede meiner Wahl ist immer noch Schatzjäger. Nichts als Wortspielerei. Da gibt es einen elementaren und juristisch bedeutsamen Unterschied. Übrigens, warum hast du mich gerufen? Ach ja, richtig. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe doch tatsächlich jenes Mädchen getroffen. Ist das wahr? Sprichst du von ihr, dem Mädchen mit den magischen Kräften? Sailor Moon? In genau diesem Moment sind ihr Narschs Wachen auf den Fersen. Mächtig genug ist Narsch, dem Imperium zu trotzen. Doch zu trotzig sind leider auch seine Bürger, eine Widerstandsbewegung wie die Rückkehrer zu unterstützen. Ich habe hier versucht, ihnen zu erklären, dass das Mädchen lediglich eine Marionette Gestalts war. Doch glaube nicht, sie schenken mir auch nur eine Sekunde Gehör, diese Hitzköpfe. Verstanden. Ich will dir zur Flucht verhelfen. Verlass dich auf mich. Sehr wohl. Euer Weg sollte euch zuallererst zum König von Figaro führen. Machen wir doch. Da ist sie, schnappt sie euch. Verdammt, das ist ja ein ganzer Haufen. Kuku. Oh,
Riss? Wird das denn verhelfen? Kupo! Wir werden die Stadtwache in Schach halten. Sollen wir den Plan genauer erklären? Nö. Also im Prinzip ist es so, das sind halt so die kleinen Spielchen im Spiel, quasi. So, das. Also. So. So, oder Anführer sein. Wie heißt du nochmal? So, können wir hier nicht schon mal ein bisschen versuchen, die zu erwischen für ein bisschen XP. Dass man eben dann hier so eine kleine Verteidigungs-Action machen musste. Und dann eben sich ein bisschen aufteilen musste. Und das Ziel war eben, ne, dass die Gegner oben Hecke nicht erreichen. So. War gar nicht schlecht Schaden, ne? Deiner von den Fähigkeiten. Ne, keiner, ne? So, ich will ein bisschen XP-Schnurre noch, solange ich kann hier. Das hier hau ich mal schnell rein hier. So wie früher Ford Kondo bei Final Fantasy 7 halt zum Beispiel. Ich hoffe, das Minispiel gibt es immer noch. Dass man es auch wiederholen kann und das in Final Fantasy 7 Remake, dass halt da Gold Source noch mit drin ist. Das wäre halt so mein Traum. So, nehmen wir mal die anderen gleich, ne? So, theoretisch können wir einfach da oben stehen bleiben, aber warten, bis die Gegner alle kommen. Aber ich finde, man sollte ruhig hier proaktiv sein, sonst dauert es ein bisschen zu lange. Oder gleich gehen die alle kaputt hauen. Dann ist man ja auch ein bisschen schnell fertig. Schneestoß ist natürlich fies. Was natürlich sehr viel Schaden macht auf alle. Da sind die Gegner halt auch, ja, schnell kaputt. So, jetzt wechseln wir wieder durch. Ja, und eben gut leben. Vielleicht mal eben. Ach, schade. Fast war einer früher dran gewesen. Test, brauchen wir was hören. Okay. Das hätte ich am Anfang tatsächlich nicht gemacht. Ich habe mich da voll auf meine. Auf mein Dings verlassen. Auf meine Anzeige. Das ist natürlich ein fataler Fehler. Und ich einige sagen: Oh, das ist, na, du bist ein bisschen zu leise. Oder und die Musik ist viel zu laut. Also wäre natürlich ähnlich. Das Problem. Aber ja. Lieber nochmal checken, bevor irgendwas passiert. So, ich finde, mich sollte man hören und man sollte die Musik definitiv im Hintergrund hören. So, jetzt kommt der Anführer. Da wird nochmal was geschnabuliert. Oha. Okay. Da werde ich jetzt gleich beklaut. Aber das kann ich natürlich Trunks. Ist ja ein Dieb. Mit Triebmesser geklaut. Hatten die immer nur eine Sache, hat zwei Sachen. Ich probiere es nochmal vorsichtshalber. Ja, okay. Das quasi. Das war. Oh. Ich hatte dich.
Okay, vielleicht einfach noch. Ja, okay. Einfach Power. Mokis, ich danke euch vielmals. Die Charaktere, finde ich, hatten auch immer eine sehr gute Hintergrundstory halt. Die hatten, also die da hatten die Nebencharaktere, oder ist das denn diese eigentlich Hauptcharaktere, wenn man es so sieht, ne? Das war dieser Schalter, wenn ich mich recht entsinne. Die ja wirklich immer eine große Hauptrolle eingenommen haben. Jeder Charakter, die hatten alle eigentlich eine, die meisten, sag ich mal, hatten eine sehr coole Hintergrundstory. Oh, du bist hier zu dir gekommen. Bin ich in Sicherheit? Hast du mir geholfen? Bedanke dich bei den Mugris. Oh, ich kann mich an keine Mugris erinnern. Auch nicht daran, was vor ihrem Auftauchen geschah oder an das, was davor passierte. Weißt du, hast du dein Gedächtnis verloren? Mhm. Es kommt sicher zurück mit der Zeit. Amnesie, hm? Hab keine Angst, ich werde dich beschützen, ganz sicher. Ich kann auch jemanden mit Gedächtnisverlust nicht einfach einen Stich lassen. Ich beschütze dich, vertraue mir. Blitze, Blitze, Blitze. Das ist jetzt, glaube ich, ein Part, wo du das theoretisch leveln konntest, ne? Dies ist die Schule für Abenteuernovizen. Riskiert einen Besuch. Maschinen mögen uns unser Leben erleichtert haben, doch draußen lauern immer noch eine Menge Gefahren. Eine Welt voller seltsamer Monster ist dies. Weiser Rat würde euch sicher zum Vorteil gereichen. Ah. Der Vita-Boden geschöpft. Aha, aha. Ein Savepoint, eine Kiste. Ja, Truhe steckt ein Monster. Nein, nicht ein. Achso, ich hatte das ist schon eine Mimik. Sehr gut. So, kurz rüber gucken. Ah ja, Accessoires, ja. Da gab es solche Genji Gauntlets, glaube ich. Die ja irgendwie. Also entweder zwei Waffen gleichzeitig tragen konntest oder zweimal schlagen konntest. Ich glaube, das ist beides irgendwie. Aber ja. Gut, das will ich jetzt nicht alles vorlesen, weil das ist halt, sag ich mal, nicht story-relevant. Schlafsack. Mhm. Ich werde jetzt auch nicht die Formation ändern, halt, wenn ich später genug, sag ich mal, Mana habe. Ah, okay. Werde ich das natürlich mal machen. Oder die Zauberer in die hintere Reihe stellen, damit die weniger Schaden kriegen. Aber auch weniger physischen Schaden machen. Aber momentan wirst du halt erstmal nur mit den Waffen angreifen. Im Großteil des Kampfes. Also zumindest für die normalen Gegner. So, nur einmal was anhören, nicht dass hier einer hier irgendwie irgendwo einen coolen Gegenstand noch für mich hat. Potion, sauber. Okay, das heißt Töpfe, Schatztruhen und Uhren. Es gab, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gab, aber ja. So, war sehr schön hier. Vielen Dank, Leute. Ich glaube, wenn ich mir jetzt noch rumlaufen konnte, hat man immer gegen Gegner gekämpft. Was? Du schon wieder? Sieht übel aus. Wir müssen unverzüglich in die südliche Wüste aufbrechen, nach Figaro. Ne, okay. Ich dachte, da könnte man hier so einen Unendlichkampf einleiten. Wenn ich raus und reingehe.
dass man halt mal wieder hingehen konnte und kämpfen konnte. Das kommt man in Final Fantasy 7 ja auch schon. Gab so eine Stelle, halt, da konnte man unten in den Tunnel, glaube ich, wenn du den ersten Reaktor gemacht hast und in den zweiten gegangen bist, dass du dann an der Stelle halt immer wieder Wachen rufen konntest und einfach leveln konntest dann, ohne dass du rumlaufen musst. Okay. Das ist ab nach Figaro. Schöne Weltkarte auch hier. Eine gute Übersicht. Mümmler. So. Noch ein Mithrilmesser, ne? Okay, leider. Nicht so krass, wie ich dachte. Schade. Unterwegs umhauen. Muss ein bisschen hier vielleicht sogar also auf den dritten Charakter warten und dann erst können wir das ein Level noch eben schnell machen. Ich glaube, es gab jetzt hier keinen Boss oder keinen Gegner jetzt im nächsten in der nächsten Stadt, dem ich kümmern müsste. Obwohl. Ich erinnere mich gerade um das. Ja, das ist unbetäubt. Der Bus ging von alleine weg. Ich weiß nicht, ob man das zwar dann weggeht, doch. Ich fahre dann weg nach einer Zeit. Dauert zwar auch ein bisschen, ein paar Runden. Dann auch Statusveränderung noch stark. So. Schnell heilen. Aber obwohl sie auch noch Magie, ne? Da konnte ich schon hin, aber ich glaube, es hat einfach nichts gebracht am Anfang. Diese Tunnel führen zur Stadt Südfigaro, doch momentan kann ich niemanden passieren lassen. Kuba, Chocobo. Auch sehr, sehr coole. Da ist noch was. Das ist aktiviert. Ach, Autokampf. Okay. Glaube ich ganz angenehmer. Das sollte man auf jeden Fall nutzen. Ich glaube, es wird noch ein bisschen zackiger, ne? Das wünscht euch doch alle. Ja, wie gesagt, das ist tatsächlich extrem nervig. Nur dass es nicht so mega viel Schaden, dass das wirklich auch stört. Ah, da war doch noch was drin, ne? So, Fähigkeiten. Stimmt. Ein Schokobo-Stahl. Was Chocobos angeht, bin ich Experte. Zum Vorwärtsbewegen nach oben drücken, zum Lenken nach links und rechts. L-Tasten lässt sich der Blickwinkel ändern. Eine Steuerung, wie beim Lauf, ist ebenfalls möglich. Mit der Abbrechen-Taste steigst du ab, aber Vorsicht. Der Vogel kehrt danach sofort zu seinem Stall zurück. Ein Schokobo-Austritt kostet 100 Gil. Nö. Sehr schön. So. Was ich im Moment machen konnte, ne? Ja. Ja, okay. Geh mal nach Figaro. Halt.
Ach, du bist. Kann's passieren. Vorstellen, läufst voran direkt. Halt. Moment, dich kenne ich. Okay. So, hier gab es auch, jetzt daran erinnere ich mich tatsächlich noch. Achso. Gab es hier und da ein paar Schätze noch, die man finden konnte. Weiß ich ab jetzt schon. Aber. Ja, noch nicht. Wir müssen erstmal hier über reinkommen. Da gab es, glaube ich, auf den Burgzinn irgendwo noch Schatzkisten und sowas. Oder erstmal reinschauen. Willkommen. So, Potions. Schon wichtig. Ether ist immer sehr gut zu verkaufen für den Anfang, weil es einfach sehr viel Geld gibt. Drum Tasse einfach nicht brauchst. So, die fand ich immer ziemlich wirkungsvoll. Hab vielen Dank. So, weil es mit ein paar Stellen, wo man leveln möchte, halt nebenbei. Es gibt einige Bosskämpfe, die ein bisschen schwieriger sind. Oh nein, hier ist der Waffenhändler, ne? Achso, okay. Das ist nur für unseren neuen. Bioblaster und Autoarmbrust waren schon die besten am Anfang. So. Wieder oben lang. Ein bisschen erforschen, ein bisschen gucken. Phoenixfeder. Kann auch hier schneller rennen. So, machen wir auch mal, dann geht es trotzdem nicht so lange. Nio. Nur so durch die Bildschirme laufe. Nio. Diese junge Frau also soll. Wer bist du? Entschuldigt bitte vielmals. Wie könnte ich es wagen, eine solch bezauberte Frau wie euch in Ungewissen zu lassen? Ein junger König, dessen Wüstenreich Figuren Allianz mit dem Imperium steht. Er ist der Vorreiter der technischen Zivilisation. Da weiß ich schon, wie wir nehmen. Omni King TV. Weil King. Steht ihr? So. So, ich mache mal eben jetzt kurz 5 Minuten Pause. Bin sofort wieder da. Oder von mir verlangen kurz. Deswegen lasse ich kurz das Mini da. Ihr könnt hier kurz chillen. 1, 2, 3 Minuten. Dann geht's rund. So.
Sorry. Den großen Schall. So, der kleine. Ja, der kleine, ja. So. So, wird auf jeden Fall aus dem Protokoll hier gestrichen. So. Sorry, falls ihr die warten musste. So gestatten. Omni King TV, König von Figaro. Na, hätte ich nicht gedacht, dass ich so einflussreiche Freunde habe, oder? Was? Also, da sie ihn ja nicht kennt. Also, dann bis später. Ich hörte, ihr gehört dem imperialen Truppen an. Sorgt euch nicht. Mein Reich steht im Bunde mit Stahl. Ruht euch etwas aus. Ich werde mein Bestes tun, einer liebreizenden Dame wie euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Warum bist du so nett zu mir? Ist es wegen meiner Kraft? Die Antwort ist denkbar einfach. Erstens bin ich längst betört von eurem Liebreiz. Zweitens brenne ich darauf zu erfahren, welcher Typ von Mann euer Herz zu erobern vermag. Oder einer der zaubernden Kräfte rangieren abgeschlagen auf Platz 3. Ja. Sieht ganz so aus, als hätte mein Charme Rost angesetzt. Sicher hat er recht. Andere Mädchen hätten sich bestimmt geschmeichelt gefühlt. Keine Sorge. Die Anmache war jetzt nicht wirklich per excellence. Deswegen ist das schon okay. So, konnten wir jetzt schon irgendwo anders hin? Ne, hier waren die beiden. Na, da kann ich jetzt rein, kann ich da auch unten schon irgendwie weiter. Ich glaube, das hier konnte ich erst später hin. Genau. Ich kann jetzt durch die Türen gehen da oben. Ich mich recht, ganz, ganz recht entsinne. Das ist ja echt dunkle Erinnerung. Ich habe es ja immer noch mal auf. Oh, dass das, als ich es neu rausgebracht habe, als ich es auf der PS3 oder PS4 spielen konnte, das habe ich noch mal ein paar Stunden gespielt. Ich bin der Meinung, es war links, wo man übernachten konnte. Jetzt kommen wir hier noch mal wieder rein. Und dann konnte man, glaube ich, okay. Hier gab es keinen Schatz. Mein Schatz. So. Aber da wieder rüber flitzen. Und dann rüber. Wir müssen uns einmal ausruhen. Dann geht es hier auch gleich Schlag auf Schlag hier. Mit dem nächsten Event. Sagen wir, nehmen wir es einfach mal. Wollt ihr ein wenig ausruhen? Nö. Erstmal alles erforschen. Alle Kisten aufdecken. Und dann können wir es gerne machen. So, reden mit Leuten. Nee. Okay, keine Schatzkisten. Schade. Okay, mit der reden wir. Okay, der König hat dir gesagt, dass sie mal heiraten, wenn sie groß ist. Also ein Schützenjäger. So. Ja, sorry, so bis Homie. Schöne Schlafmusik, finde ich schön. Hat es schon gereicht oder muss ich bei der anderen übernachten? Ich gehe mal kurz hin, guck nochmal. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das uns nicht funktioniert, wenn man nicht da schläft, ob ich jetzt einfach schon wieder zurück zum König gehen kann. Sprech mal mit ihr. Omni King TV hatte einen Zwillingsbruder, ein guter Junge, mit dem die Familie alles bedeutete. Ach cool. Omni King TV, was auf einmal mit Vater geschehen? Er redete von Nachfolge. Hast du das gar nicht bemerkt? Lies in seinem abgemagerten Gesicht. Was soll das bedeuten? Omni King. Waren das Tränen?
So ein kleiner. Okay, warte, jetzt müssen wir mal kurz mal in unsere Follow-Liste gleich mal reingucken. Hier. So. Ein kleiner Schläger halt, ne? So, das muss ich mal investigieren. So. Wen lese ich denn hier oft? Beziehungsweise wen habe ich sehr oft, den ich schon ein bisschen einschätzen kann. Das heißt, Schlägertyp eigentlich ist ja ein guter, einfach nur ein Martial Arts Typ. Deswegen ist es natürlich übertrieben zu sagen, ja. Yeah. Doch, Gizi scheint so einer zu sein halt, ne? Der geht auch mal ein bisschen mehr trainieren und so. 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 Richtig geschrieben? Moment. Das wäre jetzt natürlich voll unangenehm. Wenn ich das natürlich jetzt irgendwie hier verhaue. So, nochmal kurz gucken. Doch, war richtig. So, Omni und Gizi. Da hier mit dem noch zusammen Pokémon Unite spiele, scheint es auch ganz gut zu sein, wenn die beiden Brüder sind. So trug ich sich zu. Gizi war sein Name. Sicher ist längst ein stattlicher Mann aus ihm geworden. Als er uns verließ, war er von kleineren Wuchs als Omni King. Sein Wesen war sanft. Wo er jetzt wohl weinen mag. Das werden wir vielleicht rausfinden. Das war hier Schönheit. Ich glaube aber, die musste man auch irgendwie. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das ansprechen musste, damit man weiterkommt oder nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, das Ausruhen war nicht das einzige, was man irgendwie machen musste. Deswegen. Ja, bei so welchen Texten halt, wenn es nicht story-relevant scheint, so direkt. Und? Musste man den Bock euch zu gefallen? König Omni King, eine imperiale Gesandtschaft nähert sich der Burg. Kefka. Gittigit. Gestaltsdämliche Befehle, alles voller kratzigem Sand. Omni King, du Volldepp. Du musst ausgerechnet in dieser stinkenden Wüste deine Sandburg bauen. Meine Zartau ist ganz aufgeraut von Sonne und Sand. Denkt daran niemand. Ihr Würmer, seht meine neuen Lackschüchchen. Ganz staubig. Mein Herr, glänzen wir im ersten Tag. Wie öde. Lord Kefka, aus welchem Grund mögt ihr uns die Ehre aus dem Weg, Elender? Okay. Eure Siege scheinen euch zu Kopf gestiegen. Sind nun gar eure Bundespartner bedroht? Bündnis von träumst du mit eurem erbärmlichen kleinen Staat? Ich hörte drei Länder fehlen. Achso, das geht dich gar nichts an. Welch wichtiges Anliegen führt den Hof Margus Gestalts höchstpersönlich zu uns? Man munkelt, du gewährst deiner Frau aus unserem reinen Unterschlupf, Omni King. Du meinst die Frau, von der gesagt wird, sie habe magische Kräfte? Was geht dich einen feuchten Kehricht an? Spuck's aus, wo steckt sie? Ach, könnte ich mich doch nur erinnern. Mein lieber Kefka, Frauen umgeben mich wie Sterne am Himmel stehen. Es wird dir nichts nützen, sie zu verbergen. Hoffen wir, dass ein geliebtes Figo von uns heil verschont bleibt. Was für ein widerlicher Kerl. Zirkel wohl auf? Du weißt, was zu tun ist. Wie gerne hätte ich eure reizende Gesellschaft noch länger genossen. Doch mein Amt gebietet mir, mit meinen Ministern Kriegsrat zu halten. Schwer wiegt die Bürde eines Königs. Entschuldigt mich. Folge mir. Okay.
Da rein? So, unten lang. Ach ne, war richtig. Entschuldige, dass es hier schon wieder so ungemütlich wird. Du heißt Trunks, nicht wahr? Omni King sagte, du seist ein Dieb. Es heißt Schatzsieger. Weißt du, es ist so. Omni King kollaboriert nur scheinbar mit dem Imperium. In Wirklichkeit steht er auf Seiten des Widerstandes. Er unterstützt die Rückkehrer. Und ich arbeite als Mittelsmann zwischen beiden Seiten. Und der alte Mann, der dir in Arsch geholfen hat, ist ebenfalls einer von uns. Aber ich bin eine imperiale Kriegerin. Du warst manipuliert von Gestahl. Das ist jetzt vorbei. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich versuche darüber nachzudenken, schmerzt mein Kopf nur noch mehr. Du kannst jetzt tun und lassen, was du willst. Mach dir nicht so viele Gedanken. Du wirst den Weg schon finden. Tun, was ich will. Was zur? Schöner Typ steht da noch Wache. Achso, jetzt läuft er. Was passiert? Das Imperium, Kefka. Kefka, bist du übergeschnappt? Rück das Mädchen raus. Sie ist nicht hier. Ach wirklich? Dann seid ihr uns nicht mehr von Nutzen. Und Unrat muss brennen. Wir schreiten zum Plan B. Bereitet alles vor. Jawohl, mal euch zählt. Hast du es endlich eingesehen? Kefka, du hast mich überzeugt. Zu gehen. Seht her, der edle König ergreift allein die Flucht. Das nenne ich Untertanenliebe. Was für ein Spaß. Hihihi. Springt auf. Fertig machen zum Abtauchen. Iha. Die Transformer Burg. Da wurden früher die Ideen für die Transformer gemacht. Figaro Tauchmodus aktiviert. Wohlan, sieht wie anmutig Burg Figaro in das goldene Sandmeer taucht. Ihn nach, tötet sie. Ach so ging das. Yes. Diese mit im Kampf, dieser. Was hast du, Omni King? Du siehst aus, als hättest du Geister erblickt. Du hast das gerade auch gesehen, oder? Oder? Klar, Kleiner hatte ein paar nette Tricks auf Lager, was? Nette Tricks, weißt du, was das war? Magie. Magie. Magie? Das war Magie? Tuschel, tuschel. Flüster, flüster. Hegel, so hieß hier doch schönes Kind. Was um alles in der Welt habt ihr da gerade eingestellt? Es tut mir so leid. Ich wollte nicht. Ist schon gut. Eigentlich müssen wir uns entschuldigen, so zu erschrecken. Wie recht du hast. Magie sah ich zum ersten Mal, verzerrt meine Reaktion. Doch erlaubt mir die Frage, wer ihr seid. Ist es nicht egal, Omni King? Hecke beherrscht Magie. Wir tun das nicht. Das ist alles. Und ihre Kräfte können wir jetzt ziemlich gut gebrauchen. Danke, Trunks. Auch dir möchte ich danken, Omni King. Ein Zwinkern! Und jetzt? Oh Mann. Das sind auch so kleine. Auch so kleine Dinger mitten im Kampf erstmal. Was sollten wir jetzt machen? Ja, wir gucken erstmal. Wir unterhalten uns erstmal nebenbei.
Die anderen können erstmal warten. Können wir erstmal stehen hier. Ich weiß nicht, ob die irgendwas Gutes hatten oder nicht. Deswegen muss ich leider einmal mal checken. Oh, oh. Okay, Phoenix Feeder. Vielleicht sollte ich vorher einen ausschalten, ne? Ich glaube nicht, dass ich zwei gute Sachen finden kann. Ah, Potion, okay. Das ist wirklich nur Blödsinn. Nein! Okay, Outer Armbrust. Ich kriege ganz schön aus den Händen. Achso, okay, ist schon vorbei. Puh. Für Figaro. Ja, er ist nicht happy. Nein, nein, nein. Glaubt nicht, dass es wird das Ende sein. Ich zahle euch alles heim. Naja. Yippie. Waren die böse? Ich habe solche Angst. Hier, es gibt ja jemanden, den ich euch gerne vorstellen würde. Wir sind Mitglieder der Widerstandsgruppe Rückkehrer. Ich möchte, dass ihr unseren Anführer Banon trifft. Magie wird eine Schlüsselrolle in unserem bevorstehenden Kampf spielen. Magie. Euch ist diese Kraft zu eigen. Außerdem regiert ihr auf die Esper. Da muss es einen Zusammenhang geben. Ich sagte doch, dass ich keinen besseren Schimmer habe. Als ich mir meiner Kraft bewusst wurde, konnte ich sie bereits wie von selbst anwenden. Doch kein normaler Mensch ist von Geburt aus imstande, Magie zu wirken. Verzeiht. Was soll ich nur tun? Gestalt wird nicht eher ruhen, bis er euch und euer Geheimnis in den Händen hält. Das darf nie geschehen. Mit solcher Macht risse das Imperium die Welt in den Untergang. Und auch ihr wüsstet gewiss gerne, was hinter eurem Talent steckt, nicht wahr? Ist dem so, dann trifft Banon und findet die Wahrheit heraus. Bitte, du musst uns helfen. Gut, brechen wir nach Süden auf. Dann sollten wir auf eine Grotte stoßen, die nach Südfigaro führt. Sprechen wir eben. Eben kurz einen Arsch. Oh, ne, übernachten kann ich nicht. Ne? Kann ich da mich einmal heilen? Formation. Ja. Kann ich die ändern? Na gut. Ich damit auch alle heilen konnte. Ja. Wunderbar. Was mit L oder R können wir wechseln, ne? Ja, okay. Da haben wir auch wieder den guten. Gehen wir mal nach Süden runter. Und Omni King ist halt wirklich cool, halt, weil er einfach nur Arthur Armbrust macht und ohne irgendwelche Kosten halt die Gegner einfach weghaut. Vielleicht noch kurz einen Abstich hier, glaube ich, in die Wüste. Kurz nochmal ein, zwei Level machen. Wie gesagt, so besser wir gelevelt sind, so einfacher werden die ganzen Kämpfe, die vor uns sind. Weil es, wie gesagt, ist nicht alles einfach. Kurz ein bisschen verteilen den Schaden. Ja, das ist halt so eine. Okay, vielleicht nur maximal ein Level. Ich glaube, die XP sind jetzt tatsächlich ein bisschen zu schlecht dafür. Ich will nicht zu viel grinden. Das finde ich stört den Spielfluss. Also halt hier und da mal was ist, okay, aber. Ja, hier sind so ein Level, glaube ich, kriegen, ne? Ich krieg noch ein bisschen Geld. Dann passt das schon. So, die Karte nochmal an. Kann ich mich dann gut erinnern? Ne, nicht so richtig. Ich müsste die Sachen halt sehen, glaube ich, die Städte und so weiter. An ein paar würde ich mich bestimmt erinnern. Ein paar Schlüsselsequenzen.
So, wie gesagt, sehr, sehr gut. Damit kann er schon echt entspannt halt gegen eine Masse kaputt hauen. Die Ausdauer von ihm eigentlich mit Rieschwert leer kaputt. Links haben wir nicht. Ach stimmt, da kann auch noch ein. Ah! So, rechte Hand, okay. Der kann natürlich auch noch ein Schild tragen, wo ich nur noch kaufe. Muss ja immer bald einen Händler finden. So, und dann geht's runter, Bahnhof treffen. Und bald kommt ein schöner, schöner Part halt des Spiels, dass man eben dann die Auswahl hat zwischen, glaube ich, drei Geschichten. Ah, blöd. Du musst du quasi alle spielen, dann kannst du die Reihenfolge aussuchen, wenn der sie spielst. In dem Spiel gibt es auch, sag ich mal, mehr geheime Charaktere halt, die man freischalten kann. Oder eben auch, ne, verfehlen kann, glaube ich sogar. Das wäre natürlich sehr, sehr nett. Ja, das kann euch so kaputt hauen. Da brauchen wir nicht extra jetzt hier. So, warten wir, ob das Omniking mal aufgestiegen ist und dann gehen wir sofort weiter. Könnt ihr schöne Oberflächenmusik oder Oberweltmusik genießen. Ja, schon Magie kann ich auch schon auf alle wirken, ne? Ja. Bei manchen Spielen konnte man das ja nicht von Final Fantasy, dass man einfach alle anvisieren konnte. Sondern musste halt, Final 7 hat ja diese Materia-System, wo dann eben alle mit der Materie verbinden muss, damit das funktioniert. Das ist natürlich so als Heiler in der Gruppe natürlich ne, extrem wichtig, sowas zu haben. So. Ja, wie gesagt, das sind alles Selbstläufer momentan. Drei Kämpfe circa. Können wir halt weiter. Da habe ich schon mal wieder einen kleinen Schritt gemacht. Aber man hat eben auch so ein paar Sequenzen wie mit Trunks, wo man dann alleine ist halt und auf den Boss legen muss. Zum Beispiel, das ist natürlich sehr gut, dass dann alle so ein bisschen leveln. Geld ist natürlich auch wichtig, weil die Sachen in neuen Städten meistens teuer sind, Ausrüstung zu kaufen für alle. Deswegen auch hier macht es sehr wohl Sinn, mal ein bisschen zu leveln. Falls irgendwas bringt. Ja, ist okay. Können wir damit aber die auch in zwei Zügen umhauen. Achso, drei Kämpfe, ja, ich wollte gerade sagen. Liquid. Dass ja gar nicht drei Kämpfe sind, weil man teilt ja die XP immer durch die Gruppenmitglieder. Aber ich gerade dachte, das kommt ja gar nicht hin von der Menge her. Das erklärt sich ja. Also alleine will man quasi schnell leveln. So, okay, das ist halt eben ein, zwei mehr Kämpfe. Müssen wir durch. Das ist halt, ne? Für ein RPGs. Da ging halt auch nicht alles so einfach. Aber wie gesagt, ich finde das relativ wichtig hier. Wie gesagt, das Spiel ist halt nicht mega einfach. Es gibt so kleine optionalen Encounter oder Bosskämpfe, die sind schon ganz schön knackig.
Da zählt wirklich manchmal jedes bisschen Leben. Deswegen verzeiht bitte. Aber das ist tatsächlich die Final Fantasy Experience. Ja, machen die beiden schon. Komm. Omni kann sie ein bisschen ausruhen. So. Oh nein. Ich hab die Wüste verlassen. Ich freue mich, eine Mütze zu tragen im Sommer. Das ist nur, weil ich meine Haare nicht machen wollte. Ja. Weil die nachher geschnitten werden. Ich wollte jetzt nicht noch mehr Wachs reinhauen. So, als nötig, deswegen. Das machen wir das mal nicht. Und das ist echt einer von den angenehmen Arten, finde, warum ich Mütze trage, einfach meine Haare nicht machen zu müssen. So, dass die schon ein bisschen länger wieder sind. Ich irgendwie zwei Wirbel habe oder so und ach, viel zu stressig. So, Rücken ein bisschen gerade. Ich kann auch irgendwann die Haltung schäden. Das war aber eine gute Truppe hier. Da haben wir gleich. Das Level haben wir doch gleich. Nur hier noch gehen wir weiter in der Story. Achso, natürlich die deutsche Übersetzung ist natürlich neu. Die gab es vorher auch nicht. Es gab es halt nur die ganze Zeit in Englisch. Auch auf die Dingsversion, die PlayStation-Version quasi, die man später nochmal spielen konnte. Die haben sie halt nie übersetzt, sondern einfach nur 1 zu 1 übernommen. Das ist natürlich auch eine Besonderheit. Ach komm, wir machen noch Hick und Trunks auch noch eben Level. Anders als Runde Experience für euch zu haben. Ich weiß, das ist halt nicht so spannend. Versuche mit ein bisschen Geblubber euch das ein bisschen schmackhafter zu machen hier. Ich hoffe, es funktioniert. Also sonst muss ich sagen, Final Fantasy 6 ist einer meiner Lieblingsteile. Einfach diese Freiheiten, die man hier hat. Was in vielen Charakterwahl angeht. Dieser Turning Point. Ich weiß nicht, ob es in der Mitte des Spiels ist oder sowas halt, aber sag mal, ne, du hast schon. Storytechnisch ist da schon richtig viel zu holen halt. Die Charaktere sind gut beschrieben, haben alle so ihren Knack weg im Prinzip. Einfach wie das Ganze aufgebaut ist halt sehr, sehr schön. Verschiedene Fähigkeiten hat man sich gut durchdacht. Wie gesagt, ich finde halt Omni King ist natürlich in dem Fall sehr OP. Was an Fähigkeiten stehen, ist natürlich für seine Verhältnisse natürlich auch, ne? Einzigartig und kann keiner ersetzen. Aber dieses Auto-Armbrust-Ding. Ärgerlich, dass ich die anderen beiden den Sachen nicht geholt habe. Wobei, Armbrust ist auch einfach so das Beste am Anfang. Was man benutzen kann, sieht man ja auch halt. Ein Schuss, alle kaputt, kostet nichts, kann man immer wieder machen. Ist halt schon extrem nützlich. Dann muss ich überlegen, wenn ich Final Fantasy Spiele bewerten sollte. Also die Spin-Offs dürften nicht bewertet werden, wie Final Fantasy Tactics, weil. Das wäre auf jeden Fall irgendwo mein Top 3. Und das wurde früher auch so lange gespielt und so oft und so viel und immer wieder von vorne und ja. Aber Final Fantasy 6 definitiv Top 5 würde ich sagen halt. Aber wenn ich schon Top 3 sagen, so durchkicken. Also Final Fantasy 8 fand ich gut. Final Fantasy 9 fand ich okay bis gut, also wären alle gut halt so, aber herausragend fand ich vom Story und was da so passiert da drin, Fähigkeiten, Nebenaktivitäten ist Final Fantasy 7 einer der stärksten, Final Fantasy 6 einer der stärksten, Final Fantasy 10 wird auch dazu, definitiv. Ich fand Final Fantasy 15 auch sehr, sehr gut. Genau, ja, es ist aber halt, du musst es halt immer in den Kontext setzen halt. Also X2 fand ich zum Beispiel schön, hat vieles neu gemacht, aber es war halt nicht überragend. So, oder vielleicht müsste wir es anders sagen. Ich glaube, man müsste den Turm höher setzen. Also, das hier, Final Fantasy 6, 7 und 10 würde ich schon sagen, sind Masterpieces.
Und ich finde eigentlich, bis auf, jetzt muss ich überlegen, 9 war eigentlich super halt, aber ich weiß nicht, was ich damit hatte, dadurch, dass mich das einfach nicht so. Ne, ich habe es durchgespielt, ich habe auch mehrfach durchgespielt. Ich habe auch das Kartenspiel bis zum Erbrechen gespielt, aber es war halt nicht von der Story her halt dasselbe signifikant für mich oder na, so gut im Gedächtnis geblieben, dass mich das halt so geflasht hat im Nachhinein wie in Teil 6 und Teil 7 halt. So, ich fand auch Final Fantasy 13, die drei Teile, auch wenn die auch nicht gut bewertet worden sind, beziehungsweise nicht so gut angenommen worden sind und da sehr viele, sag ich mal, unterschiedlicher Meinung waren, fand ich halt trotzdem die Spiele spielbar. Ich habe tatsächlich die auch nur jeweils einmal durchgespielt, wirklich. Ich glaube, das 13er, das erste, habe ich nochmal noch ein bisschen, das 13.3, ich weiß gar nicht, was von das es war. Aber die habe ich, fand ich, hatten auch vieles richtig gemacht und anders gemacht als vorher, deswegen muss ich überlegen. Final Fantasy 14 fand ich okay. Nee, fand ich auch gut. Gut bis sehr gut. Hatte so ein bisschen MMORPG-Flair und ne? Und dass man auch die Sache, deine Spieler so einstellen konnte, dass die quasi uns halt alleine kämpfen konnten, wenn sie an die richtige Stelle gestellt hat, sind die einfach rumgelaufen. Und ich habe mein Pad eingestellt, dass es halt immer so im Kreis rennt. Glaube ich irgendwann mal. Irgendwann habe ich eine Stelle gefunden, wo ich halt immer wieder leveln konnte, indem ich einfach die Leute da hinstelle und die haben halt ihren Autokampf gemacht und haben halt immer wieder die Gegner platt gehauen. König Omni, King. Wohin führt euer Weg? Durch die Grotten wollen wir gerne Osten nach Südfigaro reisen. So dann, geht es nordwärts zum Hauptquartier der Rückkehrer. Berichte dies, wenn du zur Burg zurückkehrst. Zu Befehl, mögen die Götter euch beschützen. Also sag mal, es gab wirklich kein Spiel von Final Fantasy, was ich wirklich schlecht fand, was mir wirklich nicht gefallen hat, was ich nicht durchgespielt habe, sondern ich habe wirklich jedes durchgespielt, was es gab. Und ich fand alle gut. So. Es gab halt nur welche, die sich natürlich dann abgesetzt haben, von diesen gut zu sehr gut, zu überragend. Ja, okay, das ist halt ein Ableger, ne? Ich weiß nicht, ob wir das so mit reinnehmen können in die Gleichung. Das war halt schon ein bisschen, also es war auch funny für das, was es war, aber ne, es war halt einfach was ganz, ganz anderes. So, deswegen muss ich schon sagen, es wird schon kein Unterschied. So. So, gucken. Schön ist auch, welchen Charakter Ryo übernimmt. So, in dem Spiel. Ich habe schon, glaube ich, eine Idee. Aber ich muss mal gucken. So, wer deinen Namen trägt. So. Nö, also du hast, ich glaube, also ich muss mich noch entscheiden zwischen Shadow, also dem Ninja, oder den, ich weiß nicht, ob das Prinz ist, ob das ein König ist, der bald kommt halt. Der war auch bei der Sequenz mit dem Zug später dabei halt. Also der war eigentlich auch ein cooler Charakter. Da war so ein Teil, wo der irgendwie im Schloss war. Ich erinnere mich nur dunkel dran. Und da halt das Wasser vergiftet wurde. Und ja, er dann halt da eben überlebt. Also kriegst du auf jeden Fall nicht hier die komischen Charaktere, keine Sorge. Du kriegst schon einen coolen ab. So, deswegen, das passt schon. So, schnell rüber. Ja, nein, du kriegst ja keinen ätzenden Charakter. Das ist ja fies. Du hast den Discord auf die Beine gestellt und Arbeitsweiler dran und so weiter. Das wäre ja richtig, richtig frech von mir, wenn du hier einen blöden Charakter kriegen würdest. Das riecht schon cool, dass du damit am Ende zufrieden bist. So. Ich muss mich echt halt informieren, was man so Cooles machen kann halt. Aber jetzt immer, solange der Discord halt noch nicht gut benutzt wird. Du kannst natürlich mal so ein Channel erstellen halt, so mit Let's Play Ideen oder wie auch immer halt, oder Spiele, ne, Spielideen, was wir spielen könnten. Sachen, die man eben, also da, wo Leute Vorschläge eben reinstellen können halt, ne, welche Spiele wir spielen, welche halt vielleicht auch für Community Action halt bekannt ist. Ich habe jetzt für nächste Woche, mal gucken, wann das Spiel rauskommt. Ich muss gucken, ob das gut funktioniert hier. Da gibt es, glaube ich, wieder ein Spiel, so ein FMV oder sowas in der Art, wo man halt eben mit Gruppen, genau,
So, also Leute, die sagen, oh, hier das Spiel, das müsstest du unbedingt mal spielen, halt, das ist richtig cool. Oder eben, und eben Sachen, die man eben gemeinsam spielen könnte, so kompetitiv oder Multiplayer-technisch oder kooperativ. Ja, kommt auf jeden Fall ein Spiel raus, wo du dann eben dir, ja, das ist glaube ich ein FMV oder zumindest so ähnlich. Ach so, beides. Das ist einfach nur Vorschläge für Spiele, so quasi, die man auf dem Stream spielen könnte. Das wäre eher zusammengefasst. Sorry. Das Oder habe ich mal ignoriert. Das wäre nicht schlecht, wenn wir sowas hätten, mit einer kleinen Einleitung halt eben, wo dann steht hier, ne? Eure Spielevorschläge für den Stream. Dann könnte natürlich noch ein Thread da sein für Erweiterungen für den Stream halt. Ja. Ja. Aber kommt ein Spiel raus, da kann man sich eine App auf dem Handy runterladen. Und dann kann quasi die Community halt quasi und ich halt nur zusammen entscheiden, welchen Weg wir gehen oder welche Entscheidung wir treffen. Sowas fände ich immer ganz nett. Weiß halt noch nicht, wie es effektiv am Ende funktioniert. Deswegen ja. Machen eben nochmal ein Level ab und dann gehen wir weiter. Deswegen, nö. Nö, nö. Das schaue ich mir dann erstmal an, ob das funktioniert oder nicht, so wie ich mir das vorstelle. Und sonst spiele ich das ja halt trotzdem, weil ich habe es ja dann eh gekauft. Und dann sollte man es auch irgendwie effektiv nutzen. So, Level 10. Das passt. Oh, schöne Musik. Ich glaube. Na, nur dieser Geruch. Tee, wie es welches er so liebte. Dies ist sein Lieblingstee. Potion. Das war, ach so, das hier Dings hier sein Bruder. Gizi. Und hier. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ob Gizi hier war. So, vermutlich, ja. Guter Mann. Wisst ihr, wo ich den finde, der hier wohnt? Gewiss, doch gewiss. Vor einigen Tagen brach er auf in die Berge, kurz nach Meister Duncans Tod. Der Meister ward ermordet. Auch Duncans Sohn Vargas gilt als vermisst. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Ja, sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Rio, wie immer, für die Einstellung. So, wir konnten jetzt hinten in die Berge gehen und konnten. So. So, jetzt brauchen wir aber sehr viel XP. Ich glaube, diese Stadt. Ach, da, das Shadow, das Shadow. Block, Block. Ja, der sieht schon cool aus. Der sieht schon cool aus. Hier gibt es nichts. Also die Stadt war doch gar nicht gesperrt, dann können wir hier auf jeden Fall einkaufen. Oh. Doch, richtig, ne? Hier sammeln Konto. Also Accessoires und Schlafen. Das finde ich natürlich sehr, sehr schön, dass man hier so ein bisschen schon auf der Karte sehen kann, wo was drin ist. Ist ja sehr nett. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Geld. Wir haben ein bisschen was gesammelt. Ätherzweig können wir verkaufen. So, also Mithrilschwert, Riesenschwert, kaufen wir eins. Mithrilschwert hatte einer schon, das heißt, können wir gleich austauschen. Und Bioblaster nehmen wir auch mal mit. So, kurz ausrüsten. Also erstmal ihn hier das Riesenschwert geben, können Sie das Mithrilschwert, er das Mithrilschwert. Muss dann Bioblaster, muss ich nicht nochmal anlegen, ne? Nein. Also da mal reingucken, immer in jeden Eimer rein. So, und die kann ich dreimal kaufen.
Achso, war besser? Ja. Das auch fertig hier. So, der kann jetzt ein Großschild kriegen, ein Federhut, ein Karateanzug. Großschild, Federhut und Wollrobe. So, und hier ging es nicht. Okay. Jetzt können wir mal zu den Accessoires gehen. Die sind natürlich auch mal ganz nett. Ich glaube, die waren am Anfang natürlich nicht überragend. Aber damit konnte man definitiv schon ein bisschen arbeiten. Mit Accessoires kann man sich manch nützliche Fähigkeit aneignen. Seht, wie schnell ich bin. So. Sehr gut. Accessoires sind mit äußerst nützlichen Effekten versehen, zum Beispiel doppeltes Tempo, Gefährten beschützen, Kommandosprung, zweihändige Waffenführung. So. Vielen Dank, Kupo. Nehmen wir ein. So, Standarddinger hier. So, er kann hier einen beschützen. Also für Stein bewahrt werden. Das ist ja unsere Heilerin hier. Sollte definitiv nicht ausfallen. So, jetzt müssen wir gleich mal in die Bar gucken, da kann du nicht. Das Shadow. Sind wir dir etwa keine Antwort wert? Moment, den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das war doch. Niemand gilt seine Treue. Und niemand kennt das wahre Gesicht hinter seinen kalten Augen. Das war doch. So, jetzt ist die Frage: Ist es so? Wir gucken nochmal. So. Ist es so, Ryo? Ryo ist aber eigentlich keiner, der jetzt hier. Der sehr, also ohne jetzt böse zu sein, sehr, sehr still ist, sondern natürlich der natürlich sehr wortgewandt ist und natürlich einen coolen Spruch auf den Lippen hat. Deswegen ist natürlich die Frage, ob das jetzt natürlich zu dir gut passt halt. So, wen haben wir denn hier in der Liste? So. Nee, zu dir passt, glaube ich, der andere Typ halt, ne? Der König, der General, wie auch immer halt. Ich finde, der passt gut zu dir. So. So. Wen haben wir denn hier noch? Ja, den Tomate auch schon länger nicht mehr gesehen. King haben wir auch noch. Ach komm, dann bist du es jetzt, Ryo. Viel Glück. Aber du hast leider keine Sprechrolle in diesem Spiel. Leider muss dein Talent leider auf. Muss leider begrenzt werden. Ja, wo wir schon hier Großbuchstaben können, ne? Wird deine Sprechrolle halt sehr eingeschränkt diesmal. So, das heißt gar keine. Ryo the Mole. Ein kaltblütiger Assassine. Für Geld würde er sogar seine Eltern meucheln. Dann lassen wir uns besser gar nicht erst mit ihm ein. So, deswegen Sprechrolle ist natürlich jetzt verboten für dich in dem Spiel. Dann ist es natürlich auch okay. So. Ja, das ist schön, dass man hier schon reingehen kann in die ganzen Gebäude. Dir später, sag ich mal, noch eine Reise Geld. Ja. So, wie spät haben wir das? 10:45. Ja. So eine halbe, dreiviertel Stunde mache ich noch jetzt erstmal. Später kehre ich zurück. So, mit wieder, aber ich weiß ja, ob wirklich heute Pokémon Unite gespielt werden sollte, halt auf dem Sonntag. Aber wir schauen mal. Also ich glaube, sonst konnte man hier noch ein bisschen was finden unterwegs, aber ich glaube insgesamt
war hier jetzt nichts mehr Spannendes zu holen. Das heißt, wir gehen gleich mal weiter. Und wichtig ist immer einkaufen gehen, hier und da ein paar Gegenstände abgreifen. Deswegen, ich finde hier zu lange zu verweilen, ist, ja, ist halt was für Offstream, nicht Onstream. Okay, jawohl, ne, ich glaube, es ist mir nicht wert. Also 2 Wochen nicht spielen, jetzt wenn die Season anfängt. Da hätte man halt vorher 1800 machen müssen und dann 2 Wochen wirklich, ne, eben warten müssen. Das ist jetzt, glaube ich, zu krass. Wenn wir nachher jetzt nochmal die ganzen Videos angucken, halt, weil die Embleme, habe ich jetzt gestern gesehen, sind ja wirklich Booster für Pokémon halt. Also ich weiß nicht, ob die für ein Pokémon dann gelten oder für alle, aber definitiv boosten die was. Wie kannst du das? Wie lange hast du jetzt nicht mehr gespielt? So. Hier war noch so ein kleiner Geheimgang, das weiß ich noch. Ja, okay, ja, das könntest du theoretisch machen, das stimmt. Da willst du vielleicht die ersten Tage nicht miterleben hier. Wie wir den Boss Rush machen, wie wir hier die ersten schlimmen Spiele wieder spielen gegen das neue Glacier. Ganz schön krass, die Leute. Ah, okay, verstehe. War doch schön. So. Aber wer spielt das Pikachu? Hast du ja wahrscheinlich schon gesehen. Mit Voltackle und Donner. Um mal hier ein bisschen. Das war. Also, wo wir 60, 70 Punkte verloren haben, das war eigentlich erst vor 2, 3 Tagen. Also, wir hatten ja einmal, also letztes Wochenende so krass verloren. Und wir haben diese Woche, also in der Woche hatten wir irgendwie 2 Tage ineinander, wo wir gut was verloren haben. Auch schwierig zu sagen, ne? Also, wie ihr auch sehen könnt hier, die Gegner sind gar nicht so unkrass halt. Ach ja, da gibt es auch noch was. Muss ja echt aufpassen hier, ne? Die kleinen Specials hier. Wir klauen die mal. Mal zwischendurch. Ich weiß gar nicht, was die droppen, die was Gutes hatten, aber. Das gab über 2 Tage in der Woche, die recht schlecht liefen. Gestern lief okayisch. Der Freitag? War der Freitag katastrophal? Oh, ich weiß gar nicht halt. Also irgendwann habe ich ja echt 60 Punkte verloren halt. Das war echt unschön. Riesenhandschuh, nice. Oh, die sind krass. Ja? Die sind gar nicht so krass. Und was haben die denn vorhin so fertig gemacht? Aufspießen? Okay, Potion. Sag mal, hält sich so in Grenzen hier. Nützlichkeit. So, wieder zurück hier. Jetzt mit der Karte sieht man es natürlich alles auch ein bisschen einfacher, ne? Wo was für Sachen sind. Okay, die haben relativ gut Schaden gemacht. Ah, okay. Tatsächlich, jetzt sind noch 4 Tage bis zum Reset. Das heißt noch 2 weitere Tage oben drauf und du bist bei dann 14 Tagen. Das stimmt. Das wäre tatsächlich sehr gut machbar. Aber ich kann bei sowas auch. Oh. Ich kann bei sowas auch tatsächlich immer schwer dann sagen, naja, ich will jetzt nicht gucken halt, ne? Oder ich will jetzt nicht spielen. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Ich bin nicht stark genug, Rio. Ich bin einfach nicht stark genug. Und da geht's weiter. Also wenn es neuen Kram gibt, muss ich rein und muss gucken. Wenn ich natürlich die Bunnies hören würde, die überragend sind, würde ich natürlich sagen, okay. Aber ich gehe einfach davon aus, das ist nicht so. Okay. Lass ich nochmal neu sammeln und dann mit Glacier loslegen hier.
So. Ist aber eigentlich vernünftig, wenn es was umsonst abzugreifen gibt, dann soll man es ja auch eigentlich machen. Okay. Focus Attack hier. Roller einnehmen. So. Nein, ich freue mich schon aufs Pokémon Unite Update. Ich habe meine 1800 geschafft, also ich kann mich eigentlich nicht beschweren in der Zeit, die ich hatte. Deswegen bin ich vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis. Und nächste Saison. Ja. Also wie gesagt, eigentlich hat ja hier Shadow gar keine, glaube ich, gar keinen Text. Sondern er guckt nur. Aber das muss, die Rolle muss natürlich selbst interpretieren. So. Du könntest Emotes benutzen, weißt du? Ich finde ab sofort. Nee, aber nee, das ist fies. Nur Emotes zu benutzen, um sich auszudrücken, ist schwierig. Aber es wäre halt lustig. Weil das ist ja das, was er auch nur machen kann. Du hast echt Final 6 nie gespielt. Das ist, wie gesagt, habe ich vorhin schon erzählt, halt am Anfang. Das ist echt eins meiner. Okay, cool. Eins meiner Lieblingsspiele tatsächlich. Einfach nur aus dem Grund, weil du halt so. Du hast natürlich jetzt den Anfang hier. Du hast natürlich die. Ich mache eben kurz noch mal schnell ein Level fertig, weil ich glaube, hier kommt ein Boss. Und du hast hier halt natürlich hier die Parts, wo du halt bestimmte Charaktere spielen musst. Aber es gibt dort eben sehr, sehr viele Parts, wo du einfach nur spielen kannst, wie du willst. RIP, okay. Wo du nur spielen kannst, was du willst. Das heißt, du kannst den Charakter, das Team so zusammenstellen, wie du willst meistens halt. Dann gibt es halt Stellen, wo du auch irgendwie zwei, drei Teams erstellen musst aus deinen Charakteren, die du gerade da hast. Das heißt, hast du natürlich später halt ein bisschen besser erforscht die Welt. Kannst du natürlich irgendwie zwei, drei Charaktere mehr haben, die du verteilen kannst, dass du Teams voll kriegst. Dann hast du natürlich halt eben, dass alle Charaktere auch einfach eine gute Backstory haben, halt, die irgendwie. Und die auch, finde ich, gut funktioniert hier. Die sind auch sehr unterschiedlich von den Fähigkeiten her. Deswegen ist hier. Ist das alles sehr, sehr nett, finde ich halt. So, speichern nochmal. Ich gehe davon aus, dass wir nicht jetzt gleich hier zum Boss kommen. Okay, ich seh schon. Du gibst dein Bestes. So. Oder? Kann man es noch nicht? Doch, jetzt kam, glaube ich, gleich der Boss, ne? Warte mal. Hat die was Gutes? Ich habe nicht so ganz dunkel an die, aber ich weiß gar nicht, ob die nützlich waren oder nicht. So. Creeper, aha. Oh, schwierig zu interpretieren. Ja, sieht ein bisschen aus wie Creeper, das stimmt. Haben schon so eine gewisse Ähnlichkeit. Autoarmbrust, down, hopplo, ja, das ist auch schrecklich. Ja, doch, hier kam der Boss. So, dann kam tatsächlich eine von den coolsten Mechaniken hier. Da fand ich auch tatsächlich, dass das Xenogears extrem stark halt. Mit seinen Kombis. Und dann eben halt Tastenkombinationen, also verschiedene Kosten halt eben, ich glaube, Viereck, Dreieck, Kreis machen in einer Kombi zusammengestellt. Du hast halt so und so viele Angriffsmöglichkeiten.
Also hat verschiedene Möglichkeiten, welche Taste drücken kannst, um welche Attacke zu machen. Und dann kannst du, wenn du die richtig verbunden hast, halt eben verschiedene Special-Attacken ausführen. Das fand ich, wie gesagt, sehr, sehr cool. Sinogius war eh eins von den ganz, ganz starken früher. Wobei halt auch der beim Anfangsteil gelbe Karte, oh nein. Schickt dieser Feigling Gizi jetzt schon etwa schon seine Handlanger? Bam. Wer bist du? Gizi, ist er hier? Bist du etwa der Typ, der die ganze Zeit rumgeschlichen ist? Geht dich gar nichts an. Wie auch immer ihr seid, ihr werdet mich nicht aufhalten. Dass ihr mich traf, ist ein Zeichen der Götter. Eure Leben sind verwirrt. Sterbt, ihr dreckigen Ratten. Oh Mann. Habe ich schon down? Nee, noch nicht. Ja, auch Vorsicht, man kann auch leider den Gegner heilen. So. Okay. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Sich nochmal zu heilen, aber ich glaube, man konnte immer nur eine Sache heilen. Okay. Das heißt, Zeit für die Vernichtung. Ist das alles? Ein bisschen heilen nebenbei. So. Genug der Mätzchen. Ich werde euch alle ins Jenseits befördern. Das reicht, Vargas. Na, wenn das mal nicht Gizi ist. Warum nur, Vargas? Warum tötest du Meister Duncan? Du, sein ältester Schüler, sein Sohn. Das fragst ausgerechnet du. Dich wählt er als Nachfolger. Ein Findelkind von seinem eigenen Sohn, dieser Narr. So ein Unsinn, du solltest als... Unsinn? Es steht dir doch ins Gesicht geschrieben. Du irrst, Vargas, nicht mich. Dich hielt der Meister für würdig. In dein Talent sah... Erspare mir dein hohles Geschwätz. Jetzt bin ich der Meister. Salt, ganz genau. Das finde ich sehr passend. Erfahre meine Stärke. Auge des Zyklons. Das ist halt schon natürlich, ne? Nicht übel, Gizi. Mein Vater hat es nicht zu viel von dir versprochen. Du willst einen Zweikampf? Es ist uns bestimmt. Und du wirst zwangsläufig untergehen. Ha, schon bald kannst du deinen geliebten Meister wieder in die Arme schließen, im Jenseits. Nein, ich hab nicht. Nein, ich hätte links drücken müssen, verdammt. Das war die Kombination, ich dachte schon, hä? Oh, das ist natürlich jetzt mega einfach. Früher musste man sich das merken, da gab's nicht hier, Ja, hier, du musst das und das drücken, sondern du hast es einmal, glaube ich, du kannst es sehen in Menüs halt und danach war es vorbei. Und danach musst du halt immer wieder nachgucken und immer des Kampfes das richtig machen. Ja, guck uns mal alle Attacken an hier. Ja, die war gut. Kamehameha! Genug gespielt. Ich werde der Sache ein Ende bereiten. Ich muss eine Blitztech ausführen, wie der Meister mich lehrte. Wähle Faustwirbel im Menü. Blitztag und dann. Aha. So, machen wir mal. Und. Das war jetzt hier Ruffy. Echt? Wann lernst du diese Technik? Wäre bloß dein Stolz nicht gewesen. Der Meister hätte sicher. Ja, das war Ryo. Ja gut, das kann auch stimmen. Hadouken kann es auch gewesen sein.
Gysi. Bruder? Bruder? Ihr seid Zwillinge? Der ist dein Bruder, Omni King. Ich dachte, das wäre einer von Vargas Bären. Ein Bär? Ich ein Bär? Dann fasse ich das mal als Kompliment auf. Viel wichtiger als das, Omni King. Was hatte ich bloß hier verschlagen? Wir sind auf dem Weg ins Säbelgebirge. Etwa zum Hauptquartier der Rückkehrer. Dann erhebst du dich also endlich. Viel zu lange hat Figaro Gestahl aus der Hand gefressen. Ich hatte schon befürchtet, du würdest nie den Mut aufbringen, zuzubeißen. Na, nie. Chance zum Gegenschlag ist gekommen. Wir werden dem Imperium nicht länger zu Füßen kriechen. Dann zählt sich mein jahreslanges Training jahrelanges Training endlose endlich aus. Du schließt dich uns an, Gysi. Yes. Meister Duncan wird es mit Wohlwollen sehen, wenn ich für Frieden kämpfe. Na dann, worauf warten wir? So. Okay, nur Buckler ausgerüstet. Mehr habe ich, glaube ich, nicht. Okay. Kampf war sehr, sehr gut. Z erhalten. Yes. So, schnell weiterlaufen. Das war doch wieder schön. Und wieder die schöne Musik auf der Karte. Ah, herrlich. Da wird immer mal gespeichert. Der Krug aus Elden Ring. Ach ja. Weißt du, welche eine von den schönsten Szenen ist, wenn man einen ganzen Zug suplext mit Gysi? Das ist am schönsten. Mit Rüd! Damn. Oh. Das war unangenehm. Hat er einfach nicht getroffen mit seinem Suplex. Weiß nicht, wie das geht. Aber okay. Nee, hier war nichts, okay. Hatten wir irgendwann hier vor kurz vom Levelaufstieg, ja. Sollen wir das auf jeden Fall noch mitnehmen? Suplex City, ganz genau. So. Das war eins von den schönsten Sachen halt. Da gibt es später einen Geisterzug als Gegner und den kannst du auch mit dem Metroid halt hochheben und mit dem Suplex machen. Das war sehr. Das war stark. Und da haben wir es rausgenommen? Ich weiß gar nicht. Irgendwas habe ich im Hinterkopf. Dass ich irgendwie hieß, dass sie die Szene rausgenommen haben oder dass die Möglichkeit halt, weil es halt so ein bisschen, ja, logisch war. Majestät, ihr werdet erwartet. Ha, abgehauen. Dann könnt ihr mich aufhalten. Ha. Narren. Erstmal looten. Hier wird nicht erstmal geredet, hier wird erstmal gelootet. Laufstiefel haben wir schon. Echokraut. Ein paar Augentropfen nehmen wir auch mit. Das kommt bald zum Einsatz. Dann kann ich mich noch erinnern. Okay. Die Musik top notch. Eine Gelbkirsche, okay. Erstmal mit. Ah, können wir nicht vorbeilaufen? Okay. Werter Barnon, wir bringen das Mädchen.
Aha, du bist also das Mädchen, das Resonanzen bei der Esper auslöste. Esper? Es hat den Anschein, das arme Kind wurde vom Imperium kontrolliert. Durch die Brieftauben bin ich grob im Bilde. Ich hörte, du sollst 50 Imperial-Soldaten in 3 Minuten allesamt getötet haben. Das ist nicht wahr. Der Helm. Hilke, Bahn und bei allem Respekt, ihr geht zu weit. Muss ich der Wahrheit stellen. Man erzählt sich eine Geschichte. In einer Zeit, da die Herzen der Menschen noch frei von Niedertracht waren, gab es ein einziges Gefäß, das nicht geöffnet werden durfte. Ja. Sad. Die Neugier eines Mannes jedoch war zu mächtig. Als das Gefäß öffnete, entwich das Böse in die Welt. Missgunst, Eifersucht, Habgier, Krieg und Unterdrückung. Nur ein einziger Lichtschimmer blieb in dem Gefäß zurück. Das Licht der Hoffnung. Was auch immer geschehen ist und wird, denke nie, deine Gabe sei verflucht. Du bist das letzte Licht, das der Welt geblieben ist. Das Licht der Hoffnung. Anon. Ich bin erschöpft. Lass mich etwas ruhen. Ich habe jetzt genug Stress gemacht. Jetzt gehe ich schlafen. Bye. Erstmal alle verunsichert. Viele Menschen, die mir lieb und teuer waren, fielen durch das Imperium. Gestan und seine Schergen haben mir gezeigt, was es heißt zu hassen. Vielen droht ein ähnliches Schicksal, wenn nichts unternommen wird. Um das zu verhindern, habe ich mich den Rückkehrern angeschlossen. Aber ich habe doch niemanden, der mir etwas bedeutet. Keine Freunde, keine Familie. So ein Unsinn. Und bestimmt gibt es auch ein paar Menschen, die dich in ihr Herz geschlossen haben. Auch für sie lohnt es sich, zu kämpfen. Okay. Erstmal hier die Helden motivieren. Ich habe mal wieder keinen Plan. Aber mein Bruder hat sich noch nie gehört. Er war immer für mich da. Du kannst ihm blind trauen, wirklich. Aber er bleibt aber ein Geheimnis vor Omni King, ja? Sonst steigt ihm das noch zu Kopf. Ah, wah, 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 wah. So, wo ist ein Omni hin? Schnell hinlaufen. Da ist er doch. Ich weiß, dass wir viel von euch fordern. Doch zwingen wir euch, unsere Ansichten zu teilen, wären wir nicht besser als das Imperium. Daher wünsche ich, dass ihr euch aus freiem Willen entscheidet. Jetzt läuft hier noch irgendwo Bahnhof, glaube ich, in Eingang rum, ne? Und ich glaube, das war's, oder? Unser Anführer sucht hier, er ging nach draußen. Es ist noch nicht lange her. Genau, das war's. Oh Mann. Bist du zu dem Entschluss gekommen? Dürfen wir unsere Hoffnung in dich legen? Also, man wollte sagen, nö, weil, ne? Keine Lust, ey, ganz ehrlich, Boys. Aber wir wollen die Geschichte ja weiterführen, deswegen. Wunderbar. Aber ich habe solche Angst. Das ist kein Wunder, mein Kind. Jeden plagt Unsicherheit. So will ich dir dieses reichen, Hilke. Das ist ein Talisman. Er wird dich schützen. Nun nimm ihn schon. Nee, nee. Mir kommt eine gute Idee. Rufe doch bitte die anderen zusammen. Jeder weiß, dass das Imperium seine Siege mit Hilfe von Magie erringt. Doch wie immer alles in der Welt hat Gestalt die magische Kräfte wiedererweckt. Das ist der springende Punkt. Um dies zu sondieren, hatte ich Trunks entsandt, er brachte interessante Kunde. Gestalt hat Geletters aus aller Welt versammelt, die Esper-Studien betreiben. Der Überfall auf Narsch fand statt, um an neue Erkenntnisse zu gelangen. Das heißt, dass zwischen Esper und Magie ein Zusammenhang besteht? Esper und Magie. Bei diesen zwei Worten fällt mir nur eines ein. Doch nicht etwa? Oh doch, lieber Omni King. Der Magiekrieg. Nicht wirklich. Das meint er nicht ernst. Meine Großmutter erzählte mir immer vom Einschlafen davon. Sind die Geschichten wirklich wahr? Soll sich etwa die Tragödie des Magiekrieges von neuem abspielen? Wer weiß das schon? Über 1000 Jahre liegt nun alles zurück. Und zahllos wie die Jahre sind die Thesen der Gelehrten. Eine besagt, dass man den Espern damals Energie entzog und sie auf Menschen transferierte. Das also steckt hinter Magie. Um Stahls Paroli bitten zu können, werden wir auch Magie benötigen. Törichtes Geschwätz. Die Fehler der Vergangenheit dürfen nicht wiederholt werden.
Was schlagt ihr denn also vor? Ich fragte mich, ob es nicht möglich wäre, eine S-Bahn. Verdammt! Weiter gedrückt, außerdem mit dem Stick. Eine S-Bahn? Es ist riskant. Doch wenn wir Hick und die S-Bahn noch einmal vereinen, könnte das Wesen erwachen. Gibt es denn keinen anderen Weg? Ich fürchte nicht. Was geschehen wird, kann ich nicht sagen. Doch haben wir keine andere Hoffnung. Heike, wir brauchen deine Hilfe. Heike. Lass es uns versuchen. Ich verstehe zwar nur Chocobo, aber klingt irgendwie spannend. Bin dabei. Der Beste hier. Was war das eben für ein Geräusch? Sir, Barnon. Chocobo! Südfigaro wurde. Huch, was hast du? Was ist passiert? Die imperialen Truppen marschieren von Südfigaro direkt auf den Stützpunkt zu. Wir sind entdeckt. Bereitet sofort die Evakuierung vor. Trunks! Schon klar, ich soll nach Südfigaro und den Vormarsch bremsen. Wir setzen ganz auf deine Fingerfertigkeit. Viel Glück. Nette Erklärung, eine nette Umschreibung für Dieb. Heike, mach keinen Unsinn, bis ich wieder da bin. Insbesondere solltest du auf gewisse lüsterne Könige achten, Acht geben, die hier nicht näher genannt werden sollten. Was sollen? Trunks! Haha, Omni-King. Kannst du es etwa immer noch nicht lassen? Und was tun wir? Wir werden über den Leestrom nach Narsch fliehen, auch der Esper wegen. Sehr wohl, ich werde uns am unteren Tor einen Fluss bereitstellen lassen. Es ist eine gefährliche Route, aber andere Wege bleiben uns nicht. Heke, es ist zu gefährlich hier. Flieht mit uns nach Marché. Dort werdet ihr sicher auch Gelegenheit haben, mehr über eure Kräfte herauszufinden. Zum Zaudern ist jetzt keine Zeit. Auf nach Marché. Also Moment, was stand da gerade? Schiffer heute, das Floß trägt uns nach Marché. Floß besteigen? Yes. Bannon muss mit allen Mitteln beschützt werden. Sollte er zu Boden gehen, findet das Abenteuer ein vorschnelles Ende. Hier können wir jetzt so das erste Mal so eine Wahl treffen, an bestimmten Stellen hier beim Floß, und könnte sagen, ach, ich gehe dahin. Oder nee, ich gehe dahin. Was mir was beten war, ich glaube, das war irgendwie hier Heilung. Ja, nice. Das heißt, Damage Dealer hier. Und der Rest macht er schon. Schon ein bisschen Zucker. Ein bisschen Käse zum Wine. Sollte mal gleich nochmal auf Ding stellen hier. Auf die Tasten merken. Ne, kann ich nicht, ne? So, geradeaus, links oder rechts, Rio. Du bist gerade da. Wählen Sie den Weg, Captain. Was denn rechts hier nur ein Kreuz? Was? Ist? Okay, rechts. Du wirst gleich nochmal gefragt, keine Sorge. Achso. Okay, nächste links. Okay. Gucken wir gleich mal, was kommt. Rechts, links, geradeaus, unten, oben. Start Select. Also oben, oben, links, rechts. Okay. Okay. Das hört sich so spezifisch an. Alt F4 finde ich gut. Das bringt uns auf jeden Fall weiter. Also machen wir erstmal rechts und dann machen wir links, wenn es geht. So. Hier kommt auch gleich ein lustiger Boss. Einer von den VIPs hier. Okay.
Entweder hast du schon einen perfekten Weg gewählt, wo wenig passiert, oder? Mal gucken. Okay, so. So, beten. Ah, guck mal. Bei blind kriegt man eine Sonnenbrille. Das ist mega cool. Hier behielt man auch die Statusveränderung, glaube ich, über Kämpfe hinweg. Genau das. Hast du echt den perfekten Weg gewählt, dass nichts passiert? Es gab definitiv mehr Entscheidungen eigentlich. Ja, Ski brauchen wir mit Brille. Und so, sieht soweit eigentlich alles gut aus. Na, kurz mal nochmal eine Heilung vorsichtshalber vor. So. Mal speichern. So, ich glaube, wir kommen auch sehr, sehr gut zu 12 Uhr, wenn ich aufhöre, an einem guten Punkt. Dann werdet ihr auch gleich sehen, welchen ich meine. Ich glaube, dann ist es tatsächlich dann der erste. Ja, ich sag noch nicht so viel. Die es noch nicht kennen, werden es wohl feiern. Okay. Gibt es noch eine Entscheidung hier? Okay, was hast du gesagt? Danach links, ne? Okay. Wir machen aber das, was hier noch steht in der Reihenfolge. Guck, ob es passt oder nicht. Wenn nicht, dann nehme ich einfach die nächste Entscheidung. Oh nein, Tinte. Ja. Also das zumindest so ist so dargestellt worden, ja. War auch sehr gut, guck mal. Das hier. Haben noch einmal Heilung. Ich glaube, jetzt kommt nicht der Boss, aber es war tatsächlich weniger, als ich in Erinnerung hatte an Entscheidung. Ich glaube, wenn du halt die anderen Sachen nimmst, dann hast du noch mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Vorteile hatten oder Nachteile hatten. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Also der Bano darf nicht sterben im Bosskampf, weil sonst ist das Spiel vorbei, beziehungsweise müssen neu laden. Gab halt in den Spielen halt früher natürlich so ein paar Konsequenzen. Da ist er. Was denn? Ultros. Ich sag mal, das ist ein Gegner. Hier gibt es kein Durchkommen. Warum? Weil ich das so will. Das ist, sag ich mal, ein wiederkehrender Gegner. Autsch! Heiß! Paella stand nicht auf der Speisekarte. Na? Hier gibt es nämlich so eine kleine Sprüche. Also klappt nicht bei jedem Gegner Metroid, aber. Wollt's mal testen. Meine liebe Scholle. Was für eine Frau, genau mein Ding. Lass mich dich. Okay. Verstehe. Das heißt, sag ich, die Bosse sind nicht jetzt gerade so.
Muskelprotze. Konnte ich noch nie ausstehen. Ja, ich würde sagen, er muss es eigentlich überleben. So. Ja, das ist ganz schön krass, ey. Wie gesagt, ich sag, die Bosse hier sind nicht hier so nur noch 15 halt wie in den meisten Spielen. Sie erstmal 20 Mal angreifen können. Da gibt's mal was richtig auf die Kauleiste. Ah, kacke, hab's. Autsch, heiß. Paella stand nicht auf der Speisekarte. Oh, okay, verfehlt gut. Hätte ich wieder vielleicht zu schnell gedrückt hier. Okay, das wiederholt sich jetzt ein bisschen. Von deiner hässlichen Visage kriege ich noch Albträume. Der Dizzer, weißt du, der kommt. Weißt du, der ist richtig schön. Der ist schon so ein kleiner Typ halt. Der haut schon mal einen Spruch raus hier. Also hier. Platsch. Blubber, blubber. Ist er erledigt? Ich denke nicht. Er hat ja kaum ernst gekämpft. Sicher ist er einfach nur abgetaucht. Ihhh. Da war etwas an meinem Fuß. Heke hier rüber. Wir sollten aus dem Gröbsten raus sein. Dieser dämliche Achtarmleuchter. Dem verbessere ich an der Blitz-Tag, dass ihm die Saugnäpfe glühen. Weil die Sprüche hier, weißt du, top-notch geschrieben, ey. Gemacht, Gysi. Halt mich nicht zurück, Bruder. Dieser Hitzkopf, Gysi, schaut nicht so betrübt. Es besteht kein Grund zur Sorge. Meint ihr wirklich, Barnon? Aber natürlich. Ihr müsst es doch am besten wissen, Omni-King. Sicher springt euer Bruder bald wieder quitschfidel aus dem Wasser. Das Lustige ist, das war gerade ein Fehler, denn eigentlich ist er an dem Punkt ist er schon ins Wasser gesprungen und es wäre jetzt in dem Moment gerade aus dem Wasser rausgeflogen. Quitschfidel ist halb tot dagegen. Haha. Gysi, jetzt bist du ganz auf dich gestellt. Viel Glück, Kleiner. Das war's, Bruder. Viel Glück, Kleiner, auf deiner Reise. Gysi! Ah! So. Also mal wäre ins Wasser gesprungen, wäre einfach rausgeflogen. So, jetzt kommt natürlich der perfekte Part halt. Omniki und Heke, die Bahn und Schützen gegen Genasch ziehen. Gysi hinfortgerissen von der Gewalt des Leestroms. Und schließlich Trunks, der Südfigaro, infiltriert, um den Vormarsch des Imperiums zu bremsen. Was mag die Gefährten erwarten? Bitte wieder ein Szenario, Kupo. So, und das ist halt der erste Punkt halt. Dann hat er zwischendurch auch einfach mal so Parts, wo man dann halt, ne, du musst halt alle spielen, aber du kannst jetzt zumindest aussuchen, welches du wann spielst. Das ist halt ganz nett. Und das ist der perfekte Punkt quasi, um eine Pause zu machen. Erstmal gleich ein bisschen Familienzeit, was essen. Kann ich nochmal vielleicht so ein 3 Stündchen nochmal online wieder spielen, noch ein paar Stunden, vielleicht heute Abend nochmal eine Runde. Muss ich gucken, wie es heute so läuft. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich finde das Spiel immer noch klasse halt. Also es gibt jetzt Spiele, die altern sehr schlecht. Und ich finde die neue Synchro, die Lokalisation finde ich sehr, sehr gut. Auch von den Sprüchen her und so weiter halt. Die sind halt wirklich, ne, gute deutsche Sprüche, sage ich mal halt einfach. Finde ich sehr, sehr schön. Und die Schrift natürlich halt, dass die Schrift hier so klar ist halt, was früher natürlich auch anders war und die Menüs ein bisschen überarbeitet. Finde ich halt alles sehr, sehr nett. Also ich würde das Spiel definitiv, ich weiß nicht, wie schnell ich das natürlich durchspielen würde, aber ich habe vor, das Spiel komplett nochmal durchzuspielen halt im Stream. Deswegen, und wird ja auch auf YouTube hochgeladen, dass man es dann irgendwann im Jahr noch gucken kann halt. Daher, ja, keine Verschwendung im traditionellen Sinne.
Deswegen kann ich mich einfach nur wieder bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Also mir hat Spaß gemacht. Und warte, genau, hab ich das ist erlaubt, genau sein Ding. Was hast du das denn geschrieben? So. Egal. Rio hatte gesagt, genau sein Ding oder sowas, und dann hat er gleich hier so komisch reagiert. Wo ist mein. Warum macht das schon wieder so ein komisches Leuchten oben? Das gefällt mir nicht. So, auf jeden Fall, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns später. Ich habe gleich einen Streamplan, weil ich glaube, ich schon was eingetragen. Wenn sich da was ändert, werde ich das auch versuchen, direkt zu ändern, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und wir sehen uns später. Tschüss.